jedem, der so eine lange und weite Reise wie nach Neuseeland plant, dem schwirren am Anfang 1000 Fragen durch den Kopf. Geht schon los mit der Überlegung, wie komme ich in Neuseeland von A nach B? Beim Busfahren hat man keinen Stress. Man muss nicht selber fahren, muss sich keine Gedanken über die Route machen, man lernt Leute kennen. Aber man hat auch leider kaum Flexibilität. Beim Automieten hat man keinen Stress, wenn was kaputt geht, fährt man in eine Werkstatt, Autovermietung übernimmt das. Hat aber selbstverständlich auch seinen Preis, gerade wenn man 2 oder 4 Monate bleiben möchte oder vielleicht sogar noch länger. Also dann vielleicht doch Auto selber kaufen. Aber da stellen sich dann auch wieder so viele Fragen. Welchen Papierkram muss ich erledigen? Welche Versicherung brauche ich? Und genau aufgrund dieser ganzen Fragen gibt's uns, Kiwi Cruise Control. Welcome, grüßt euch, hallo. Nice to meet you. Ja, hallo, ihr Weltenbummler. Schön, dass ihr uns gefunden habt im Internet. Herzlich willkommen bei Kiwi Cruise Control. Wir, das sind Darren und ich bin Doro. Wir haben uns darauf spezialisiert, euch Backpackern den Kauf und den Verkauf eines Autos hier in Neuseeland so einfach wie möglich zu machen. Wir haben eine Flotte von typischen Backpacker-Fahrzeugen, die ihr vielleicht auch schon auf der Webseite gesehen habt. Normale PKWs, Kombis und auch Sleeper-Vans mit Matratze hinten ausgestattet, Doppelbett hinten drin, Stauraum unten drunter für euer Gepäck und für Campingausrüstung. Der Darren als Automechaniker kümmert sich hier unten in der Werkstatt um die Fahrzeuge. Jedes Fahrzeug, was bei uns den Hof verlässt, wird nochmal gründlich auf Herz und Nieren überprüft. Alle Autos haben WOF, also den neuseeländischen TÜV, und ebenfalls einen ganz frischen Service-Check mit Ölwechsel, Filterwechsel und allem, was dazugehört. Und alle Formalitäten, die für den Autokauf zu erledigen sind, da helfe ich euch bei. Ich helfe euch beim Ausfüllen der Formulare für das Ummelden auf euren Namen, Versicherung, wenn ihr das möchtet, Registration und alles, was dazugehört. Alle unsere Backpacker-Fahrzeuge sind komplett ausgestattet mit Campingzubehör. Dafür haben wir hier nebenan Lager, sehr chaotisch, aber sehr umfangreich. Und ihr könnt euch da aussuchen, was ihr möchtet und was ihr mitnehmen wollt für eure Reise. Angefangen von Klappstühlen und Gaskochern und Kühlhalteboxen, Küchenzubehör, Kissen, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, alles, was ihr wollt. Wir machen mit jedem Einzelnen von euch eine ausgiebige Probefahrt, damit ihr euch sowohl an den Linksverkehr gewöhnen könnt, als auch euch mit dem neuen Auto vertraut machen könnt, so gut es geht. Die Idee bei uns ist, dass wir Autos anbieten mit Rückkaufvereinbarung. Das bedeutet, dass ihr bei uns ein Auto kauft und am Ende eurer Reise das Auto wieder zu uns zurückbringt und euch dann mit Autoverkauf etc. keinen Stress machen müsst. Mit dem eigenen Auto seid ihr viel flexibler und könnt eure Route so planen, wie ihr es wollt. Ihr fahrt dahin, wo es euch gefällt. Wenn das Wetter schlecht ist, fahrt ihr einfach weiter. Wenn die Leute nett sind, bleibt ihr länger. Die schönsten Ecken Neuseelands findet ihr abseits der Hauptstraßen, wo die Busse nicht hinfahren. Seehunde und Pinguine und Delfine schwimmen in der Regel nicht direkt an der Bushaltestelle vorbei. Um das echte Kiwi-Leben kennenzulernen, zum Beispiel beim Arbeiten oder beim Rufen auf einer Farm, habt ihr mit dem eigenen Auto viel mehr Möglichkeiten. Wenn irgendwelche Fragen unterwegs auftauchen, ruft uns an, dafür sind wir da. Also sagt Bescheid, wann er kommt und ich setze einen Kaffee auf. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.